Ja. Karl, weißt du noch, wie wir uns mal in Hamburg nach einer Talkshow unterhalten haben? Weiß ich nicht mehr. Da hast du gesagt, sag mal, meinst du nicht, dass ich auch mein Geld verdienen könnte, so mit Bum-Bum und Sandbahnrennen und so weiter? Habe ich gefragt. Weil du hast ja mein Auto gesehen damals. Ja. Und da habe ich gesagt, sicherlich, klar, wenn du auf der anderen Seite auch noch so aussehen willst, dann ist es mal probieren. Ja. Okay, Karl, guck mal, ich muss dir gleich was sagen. Ich habe versucht, irgendwo in der Garderobe oder in der Maske oder ich meine, schminken brauchst du dich nicht lassen. Geh doch mal in die Maske. Aber ich habe dich da gesucht, ja. Geh doch mal in die Maske und komm dann wieder. Ich wollte eigentlich sagen, Karl, lass es doch bitte und mach nicht so irgendwie so eine Witze auf irgendwie so, dass man da irgendwie dumm dasteht und so. Deshalb, du sitzt da. Momentan sitze ich noch, aber es artet meist so aus bei dir, dass du immer versuchst, irgendwo auf den Puckel anderer Leute irgendwie einen Lacher zu erzielen. Man kriegt sonst keinen. Deshalb habe ich gedacht, ich warne dich lieber gleich vorher, damit du friedlich bist. Okay, den Rest der Sendung. Weltmeister im Sandbahnrennen. Bist du. Ja? Ja, sehr gut.